Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Cyberpunk im DLC Phantom Liberty. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Ladies und Gentlemen, es gab ein Update. Ich habe gerade eben etwas länger gewartet auf das Spiel sowie als auch das DLC. Ich habe keine Ahnung, was das beinhaltet. Ich habe tatsächlich ja so ein bisschen Magengrummeln gehabt, als ich gehört habe, dass mal wieder ein neues Patch ansteht in diesem Spiel. Habe das auf Instagram auch gut getan und dafür gleich Hate kassiert. Dazu werde ich nachher an gewisser Stelle auch vielleicht nochmal ein, zwei Sätze verlauten lassen. Ansonsten freue ich mich sehr, dass diejenigen, die nicht zum Meckern hier sind, eingeschaltet haben, um sich vielleicht ein bisschen ablenken zu lassen oder einfach auch in diesem Spiel sich berieseln zu lassen und zu gucken, was wir als nächstes tun werden. Denn wir wollten eigentlich jetzt mit der Hauptmission weitermachen. Und zwar wollten wir uns zwischen 23 und 1 Uhr mit Songbird treffen. Da habe ich persönlich richtig, richtig Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, wie sich das letztendlich auf die Quest auswirkt, aber ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch damit viel, viel Spaß. Ladies and Gentlemen. So, ich habe wirklich Angst, dass das Update irgendwie irgendwas Böses gemacht haben könnte. Also wir haben es jetzt 18 Uhr. Hieße, wir müssten mal wieder ein bisschen Zeit totschlagen. Überlegung wäre, was wir bis dahin machen. Das hat uns ja schon zu ganz anderen Dingen jetzt bis jetzt geführt gehabt. So waren wir zum Beispiel im Anatomikum. Es tut mir leid, der ein oder andere hätte es vielleicht ein bisschen gehabt, dass wir uns länger dort aufgehalten hätten. Im Anatomikum haben wir letztendlich nicht gemacht. Sorry dafür. So, ich bin am Überlegen. Pass auf, wir laufen hin und vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, dass wir die Zeit ein bisschen vordrehen können. Ich würde jetzt ungern nochmal in der Nebenquest direkt reingehen, weil dann strugglen wir wieder mit der Zeit rum. Oh, wie krass realistisch ist denn die Geschichte gemacht? Das ist das erste Mal, dass wir einen sehen, der halt richtig bei sich so einen Einkaufswagen mit Matratze und Co. hat und sich benebelt. Krass. Aber es kann ja auch sein, dass das Update wirklich auch gute Sachen mit sich gebracht hat. Und wir halt auch noch so ein paar realistischere Sachen dadurch sehen. Das möchte ich ja gar nicht abstreiten. Nur wir haben in diesem Spiel, weil wir es ja seit Stunde 0 quasi, seit der Geburt spielen, ja echt schon vieles miterlebt. Und daher darf ich... Da ist es. Darf ich mir doch auch an gewisser Stelle dann, glaube ich, ein bisschen Kritik rausnehmen. Ne? Ich bin ja nicht jemand, der erst vor einem Jahr angefangen hat, Cyberpunk zu spielen, sondern wir spielen seit der ersten Stunde. So, ne? Und dass dann irgendwie Kommentare kommen, wie von wegen, ich soll doch aufhören rumzuheulen, weil ich damit Geld verdiene. Also ich will an der Stelle doch mal sagen, Cyberpunk ist das werbeunfreundlichste Format, was es auf YouTube gibt. Ich kriege dafür tatsächlich eigentlich so gut wie nie irgendwas, weil es grundsätzlich immer als werbeunfreundlich eingestuft wird. Und abgesehen davon, für alle Schlaubis unter euch, die ein bisschen rechnen können, ihr seht ja meine Klickzahlen. Und ihr wisst, dass YouTube in einem CPM rechnet, also per Million. So, und wenn der CPM vielleicht bei 4 pro Million ist, kannst du dir ausrechnen, wann 4 Euro zusammenkommen. So, das mal nur am Rande. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen wütend gemacht, weil ich so unfassbar viel Zeit in diesen Kanal stecke. Ich mache es gern, ich liebe es. Aber auch so unfassbar viel privates Geld, was ich momentan in der Kurzarbeit tatsächlich eigentlich gar nicht hätte. Und wirklich momentan bange und struggle, dass ich den Kanal behalte, weil YouTube ja einfach nur funktioniert, wenn du neuen Stuff generell lieferst. Ich das aber aufgrund von Kurzarbeit finanziell nicht machen kann. Da finde ich so einen Kommentar tatsächlich extrem unangemessen. So, weißt du? Aber vielleicht wusste es derjenige auch nicht. Das kann ja auch sein. Oder derjenige hält mich doch für jemanden, den man mit jemandem Großen vergleichen kann. Dann nehme ich es als Kompliment. Ansonsten, ja, ne? Also, selbst jemand mit 100.000 Abonnenten kann nicht unbedingt immer von einem Kanal leben. Also, seht nicht alles immer gleich mit den Dollarzeichen. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal gesagt haben. Und es wäre nett, wenn der ein oder andere vielleicht auch in der jetzigen Situation Scharfschützen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch mal den Adblocker mir zuliebe einfach mal auslässt, damit ich einfach neue Games auch schaffen kann zu kaufen.
aktuell möchte ich mich nicht davon bereichern. Ich möchte einfach nur, dass der Kanal weiter am Leben bleibt. Das ist mein Ziel. So, das war jetzt einfach mal, Dirty hat gesprochen. Für das wenige Geld würde ein Großteil von euch noch nicht mal einen Finger rühren. Natürlich kann man, glaube ich, mit YouTube auch echt viel Geld machen. Aber da musst du halt wirklich auch schon bereit sein, über ganz viele gewissenlose Grenzen hinauszugehen und Content einfach zu kreieren, damit er einfach nur funktioniert, was ich nicht tue, wie ihr seht. Ich spiele Content, weil ich ihn spielen mag. Wow, der war gut. Ne? Wenn ich es aus wirtschaftlichen Gründen machen würde, dann hätte ich das DLC jetzt so durchgezogen. Das jetzt nur mal am Rande. Aber da könnten wir sehr, sehr gerne mal in meinem Livestream irgendwie, wenn ich es dann geschafft habe, die Technik reinzukriegen. Miteinander talken. Das würde mich freuen. So. Aber das wollte ich an der Stelle doch nicht auf mir sitzen lassen, weil das sind dann doch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ungerechtfertigte Anforderungen. Entschuldigung. Einkommen ist ja nicht gleich Verdienst. Und so ein Kanal kostet auch mehr als nur die Spiele. Das sind technische Devices. Und. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Spiel, weil sonst wird es nämlich auch kacke. Geh? Oh, warum verliere ich denn konstant irgendwas? Wurde. Ah, das war dieser Adrenalinschub. Jetzt verstehe ich, was das war. Ich habe mich über diesen gelben Balken gewundert. Friends. Man könnte natürlich auch gucken, was Skippy jetzt leistet. In so einer Situation. Aber es ist halt extrem weit weg. Siehst du das? Die meisten Morde werden von Männern sind. Die haben auch andere Musik irgendwie. Ich bin verwirrt. Skippy ist extrem weit weg. Das ist abgefuckt! Ja, abgefuckt. Genauso sieht es aus. Hier mal einen Synapsen-Burnout. Und der Kollege kriegt einfach mal die Geschichte. Also, so viele sind es gar nicht mehr. Wenn ich sogar nur noch der eine bin. So. Und haben wir jetzt die Kiste hier noch? Ich hätte schwören können, dass hier jetzt Kistenabwurfplatz gewesen ist. Und da war die Musik. Habe ich mein Radio einfach noch an? Liegt das an dem Radio? Ha! Ich hatte Radio im Ohr. Naja, kannst du so auch machen. Nö. Einfach mal mit dem MP3-Player in die Schlacht ziehen. Aber haben wir jetzt keine Kiste hier oder habe ich die jetzt gerade verpasst? Ich bin verwirrt. Ich hab doch gesehen, dass da was runtergekommen ist. Bin ich blöd? Freunde? Oder war das nicht der richtige Ort? Siehst du, man soll sich halt nur einfach nur auf eine Sache konzentrieren. Und ich freue mich natürlich, wie gesagt, über jeden, der da ist und der einfach Bock hat, Spiele mit mir zu erleben. Denn darum geht's mir in diesem Kanal. So, weißt du? Hä, bin ich dumm? Sollte hier nicht irgendwo eine Kiste sein? Wenn ja, dann macht die entweder keine Rauch mehr, das sehe sie nicht. Ich hätte schwören können, hier wäre jetzt der Platz für die Kiste. Hä? Leute. Ich sehe es nicht. Geil. Die haben schnell die Kiste wieder hochgeholt. Also Vico, wir laufen einfach mal jetzt die ganzen Spots ab. Vielleicht finden wir die Kiste dann noch, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich laufe hier nicht richtig. Wo ist die Kiste hin? Hä? Zu viele Kisten schon abgegriffen. Darf keine mehr haben. Heißt es übersetzt. Aber anhand der Menge an Leuten, alleine deswegen hätte ich jetzt schon gedacht, hier ist irgendwo die Kiste. Bin ich dumm? Keine Widerworte? Antwort wird eh auf Ja hinauslaufen.
Hä? Ich sehe keine Kiste. Okay, Verwirrung. Wir haben die Kiste wieder hochgeschossen. Da! Alter, Gott bewahre, das war ja jetzt auch eine Geburt. Meine Fresse. Ich habe die Kiste mal so gut getarnt, ich habe sie nicht gesehen. Also Verbesserungssplitter für Fähigkeit Shinobi. Und wir haben hoffentlich auch noch fürs Inventar. Ja, 501 haben wir jetzt. Ich weiß immer noch nicht, was das Maximalste ist, was wir an Tragekapazität jetzt aufbessern können, ne? Ja, und um meinen inneren Struggle so ein bisschen noch abzuschließen, Entschuldigung, dass ich jetzt so ein bisschen am Rummeckern bin, aber das macht mich einfach traurig, wie manche Menschen denken. Es ist ja kostenloser Content. Das Einzige, was nett wäre, wenn ihr es doch aus freien Stücken ohne irgendwelche Adblocker guckt, ist die Werbung. Und davon mache ich schon wesentlich weniger. Wenn ich das machen würde, was YouTube sagen würde, was ich hier einblenden soll, Alter, dann würdet ihr sowieso von vornherein wegklicken. Bei YouTube sagt nämlich von vornherein richtig, richtig viele Werbeblocks. Ich nehme dann immer noch extra ganz viele raus, weil ich mir sage so, boah, nee, das machen wir so nicht. Machen wir so nicht, ne? Und ne, guckt über die Leute an, die, wie soll ich sagen, die Onlyfans machen. Da kenne ich genügend. Die haben 5 Minuten Aufwand für ein Bild oder irgendwas. Und dann schreiben sie irgendwo rein, ach, ich habe eine Rechnung von 50 Euro bekommen und kriegen das dann einfach mal nicht bezahlt. Ich bin jemand, der neben einem 8-Stunden-Job, also, naja, mal jetzt mal abgesehen von der Kurzarbeit, extra um 4 für den Kanal aufsteht, so weißt du. Und dann darf ich mir sowas noch anhören. Steht einfach in keiner Relation. Ich mache das jetzt seit 7 Jahren. Und komme immer noch ohne Gewinn aus der Geschichte raus. Es wäre nett, wenn nach 7 Jahren mal so ein bisschen was an Gewinn rausspringen würde. Also wo man halt auch wirklich von Gewinn sprechen würde. So, weißt du? Ach ja, aber das verstehen manche Leute einfach leider nicht. So, das mal am Rande. Und da bin ich ja nicht die Einzige, ne? So, wir haben es 19:09. Wir machen uns jetzt auf zum Ziel. Also. Das sind ja sehr, da oben, das sind ja sehr, sehr viele, die Kanäle haben, die einfach auch noch Hauptjobs nebenbei haben und diese Doppelbelastung, sage ich mal so, oder doppelte Anstrengung, ja, tagtäglich für den Content, für das Projekt machen. So, weißt du? So, und jetzt ist aber Schluss damit. Wir wollen jetzt Cyberpunk spielen. Fühlst du dich beobachtet? Entschuldigung. Der denkt sich auch, hör auf zu labern, Alter, es interessiert keinen. So, dale. Hier warten wir jetzt. Pass auf, wir warten. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt. Und jetzt konzentrieren wir uns alle einfach nur auf diese Mission. Also, wie... Da wären wir. Ich traue ja irgendwie nicht, ne? Du und ich, face to face. Sind wir wirklich allein? Ich will keine bösen Überraschungen. Keine Sorge. Kompetenzen. Obwohl, da du ja jetzt zu uns gehörst, vertrau niemandem. Irgendwas sagt mir, wir sind nicht zufällig hier. Du hast recht. Ich wollte dir was zeigen. Na dann. Bedeutet mir viel. Und hilft dir vielleicht, ein paar Dinge zu verstehen. Und es ist ein Vertrauensbeweis. Ha! Komm mal mit. Mit so einer seltsamen Pause gesagt, weiß ich ja nicht, ob man das erst recht glauben soll. Ins Gebüsch? Zeigst du mir jetzt dein Lieblingsklo-Ort oder was? Und hier gehe ich gerne kacken, wenn ich in der Nähe bin. Alter, ich sehe nichts. Soll ich mich jetzt ducken? Hä? Was ist so besonders an diesem Ort? Er ist dunkel. Ich habe 2 Blocks weiter gewohnt, als ich hier in NC im Einsatz war. Das macht es jetzt auch nicht gerade viel heller. Nach Sonnenuntergang wird es hier voll.
Die Leute schmeißen den Grill an, trinken ein paar Bier und unterhalten sich einfach. Wow, und das Graffiti ist geil. Meinst du, das hat auch irgendwas mit Songbird zu tun? Weil das sind ja diese... Manchmal kam ich abends hier vorbei. Diese Monitore, ne? Alles hier hat für mich Bedeutung. Erinnert mich an Brooklyn. Da komme ich her. Aus Brooklyn. The Candy Vandals. Oh Gott. Erzähl mir doch davon. Von Brooklyn. Ich weiß noch, diese Nacht vor meinem Angriff auf die Militech-Datenfestung. Ich sitze draußen auf der Feuertreppe, rauche einen Joint. Unten auf der Straße steigt eine Party. Freudiges Schreien, Gelächter. Von irgendwoher dröhnt Funk. Ich höre Willys Stimme. Der verkauft die besten Scott Dogs der Stadt. Macht sich über seinen Schuhen lustig. Irgendwo brennt ein Lagerfeuer. Es ist sicher. Vertraut. Die hatten wohl was zu feiern, ha? Ja. Donnerstag. Das Gefühl kenne ich. Mein Zuhause war zwar nicht wie Brooklyn, aber... Du hast schöne Erinnerungen. Da, wo ich herkomme, ist es nie still und ruhig. Aber egal, wo auf der Welt ich bin, ich fühle mich wie auf den Straßen von Haywood. Wärst du jetzt lieber dort? Man kann die Uhr nicht zurückdrehen, Vi. Wenn man merkt, dass man was verloren hat, ist es immer schon zu spät. Ach, Zeit, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Songbird, sei ehrlich zu mir, okay? Ich habe Hansen geholfen, Myers in die Falle zu locken. Im Austausch. Für die Neuralmatrix. Also doch. Ich sollte das Flugzeug runterholen und Myers abliefern. Aber abschießen und umbringen, das gehörte nicht zum Deal. Du hast sie verraten. Nicht nur sie. Da lief gar nichts nach Plan. Ein Riesenhaufen Scheiße. Sag ich doch, man kann ja nicht trauen. Du hast Myers gesamte Crew in den Tod geschickt. Beinahe sogar Myers selbst. Das Flugzeug sollte landen, mehr nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass er es abschießt. Keine gute Entschuldigung, schon klar. Wie war denn dein Plan? Du rettest Myers, während ich die KI-Matrix sichere. Dann fliehen wir, bevor Kurt irgendwas merkt. Hansen hat die Bedingungen unseres Deals geändert. Er weiß, sie wollen ihn wegen des Anschlags belangen. Also will er seinen Arsch retten. Was er nicht weiß, ist, was noch im Cineshore Mainframe steckt. Er hofft auf Daten, die er als Druckmittel gegen die In-USA nutzen kann. Behauptet, die wären mein Ticket in die Freiheit. Aber ich weiß, sobald er sie hat, wird er mich liquidieren. Ich hab's versaut, wie ich weiß. Aber ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl, Song. Immer. Nein. Diesmal nicht. Für Myers, die NUSA, bin ich nur eine von vielen Waffen. Ein Werkzeug, um hinter die Blackwall zu kommen. Klingt natürlich auch Waffen nach einem Argument. Werkzeug haben nie eine Wahl. Und setzen sich nie zur Ruhe. Das kommt mir leider bekannt vor. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich denke, dass mich niemand besser versteht als du, Bea. Außer dir kann ich niemandem vertrauen. Naja, das erzählte uns denn auch nur, damit Frage, wir ihr irgendwie helfen. Denkst du nach allem, was du gehört hast, auch genauso über mich? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie ich über sie denken soll, weil da so viel jetzt passiert ist, dass ich ihr tatsächlich eigentlich nicht wirklich vertrauen kann.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, das ist die schwierigste Entscheidung, in die ich je in einem Spiel gesteckt wurde, weil die Rolle von ihr so gut gemacht ist, so, ja, tiefgründig und auch so wechselhaft. Was ich dich noch fragen wollte, hinter der Blackwall, was genau passiert da mit dir? Kennst du das Gefühl, wenn du dich daran erinnern willst, wo du jahrelang gewohnt hast und es fällt dir nicht ein? Oh, okay. Du verlierst deine Erinnerungen? Ich kann die fraktale Struktur einer Schneeflocke berechnen. Aber ich erinnere mich nicht mehr an die Stimme meiner Mutter. Wow, okay, das ist krass. Manchmal verliere ich die Kontrolle. Oder irgendjemand übermannt meinen Verstand. Bitte das mal. Es fühlt sich furchtbar an. Oh, okay, das muss bitter sein. Ich hab's auch gefühlt. Bei der Chimera. Es war ein echter Albtraum. Ah, an das Teil erinnere ich mich auch noch. Und ich habe immer öfter das Gefühl, dass jemand hinter mir steht. Aber da ist niemand. Vielleicht ist da jemand. Du vertraust Reed nicht? Immerhin will er dein Leben retten. Er hat mich schon mal gerettet. Nach dem missglückten Anschlag auf Militech hat er eine 19-Jährige aufgesucht und ihr ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnte. Arbeite für uns oder werde zur Netwatch-Trophäe. Dieses Mädchen starb damals. Durch ihren Tod wurde ich zu der Person, die du jetzt kennst. Wobei, der alte Reed ist auch tot. Aber erst seit 7 Jahren. Die NUSA machten ihn zu Freiwild. Trotzdem dient er diesem Land immer noch. Klammert sich an etwas, das mir nichts mehr bedeutet. Warum gehst du nicht nach Hause? Es wurde niedergebrannt. Ich war gezwungen, die Wärme Brooklyns gegen die Kälte Washingtons einzutauschen. Ich kann nicht mehr zurückgehen. Oh, weißt du, wie grausam das ist, wenn du prinzipiell eigentlich kein Zuhause hast? Du hast alle Leute, die dich nur benutzen wollen für irgendwas, und vor allen Dingen, du kannst dich an ganz vieles aus deiner Erinnerung, vor allen Dingen deine Wurzeln, wie deine Mutter oder deine Eltern, nicht mehr erinnern, nicht mehr an gewisse Situationen oder Stimmen. Boah, das ist krass. Ich habe tatsächlich den Eindruck, ja, dass sie wirklich jetzt zum ersten Mal ehrlich ist und dass es nicht aus einer Berechnung heraus ist. Aber auch das kann natürlich nur geschauspielert sein, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass du das erste Mal ehrlich zu mir bist. Ja, und mir gegenüber auch. Weil vielleicht kamen ja viele Dinge und vieles ihres Handelns gar nicht unbedingt von ihr selber. Ich muss hier weg. Sondern in NUSA, von Reed, von allem. Im Zuge von Manipulation. Apropos, dachtest du wirklich, dass ausgerechnet Hansen ein guter Verbündeter wäre? Dein Ernst? Ich habe jemanden gebraucht, der mich von Mayas Kontrolle befreit. Ich kannte ihn aus meiner Zeit in Night City. Ja, und so rutscht man halt in Sachen rein. Das war ein sehr riskanter Move. Besser gesagt, total dumm. Deshalb habe ich dich ins Boot geholt. Night City ist nur ein Boxenstopp auf deinem Fluchtweg. Das war von Anfang an der Plan, oder? Ja. Aber alles wurde komplizierter. Chaotisch. Hätte nie gedacht, dass meine FIA-Jungs damit reingezogen werden. Oder dass Kurt mich einsperrt. Ich bin auf der Flucht, Vi. Ich will hier weg. Und dafür brauche ich dich. Weil du, naja, mich verstehst. Woher soll ich wissen, dass das kein neuer Trick ist? Ich hätte gerne Garantie. Die sie uns wahrscheinlich nicht geben kann, ne? Kann ich dir nicht geben. Aber ich habe dir mein Vertrauen geschenkt. Schließlich könntest du mich jetzt an Reed verpfeifen, richtig? Hat's auch wieder Oder richtig. Mir genug Vertrauen entgegenbringen, um uns beide zu retten. Keine Garantie für irgendwen. Fair, oder? Wir hören uns erstmal ihren Plan an. Okay, falls ich dir glaube. Was hast du vor? Wir ziehen die Mission durch,
holen uns die Neuralmatrix und verschwinden, solange Reed und Alex mit Hanson beschäftigt sind. Und was dann? Du hilfst mir aus der Stadt. Ich habe einen Deal mit einer geheimen Klinik. Weit, weit weg von Night City. Die Ripper dort können mit Hilfe der Matrix und eines Algorithmus einen Prototyp für unser Heilmittel erschaffen. Ich weiß halt nicht. Für die Tests brauchen sie mich vor Ort. Sobald es soweit ist, gebe ich dir Bescheid. Mein eigenes Problem jetzt mit benutzt. Weißt du, wie ich meine? Das war's. Alles. Ich fühle mich plötzlich viel leichter. Jetzt muss ich bloß wissen, hilfst du mir, weil du mich verstehst? Oder weil ich dir das Leben retten kann? Boah, also, es ist tatsächlich wirklich ein anderer Handlungsverlauf, den wir jetzt erspielen können, wenn wir uns ihr anschließen. Aber was ist denn, wenn sie viele der Dinge einfach nur gemacht hat, weil sie dazu gezwungen wurde? Und wenn das hier wirklich die echte Songbird ist, weshalb ich gerade auch den Missionstitel Birds with Broken Wings einfach unfassbar gut finde, und vielleicht sollten wir dem Vogel dazu verhelfen, wieder zu fliegen. Schenken wir ihr noch ein letztes Mal Vertrauen? Mehr als dass wir auf die Fresse fallen, kann nicht passieren. Weil ich dich verstehe und dir glaube. Weiß, wie es ist, verzweifelt, um sein Leben zu kämpfen. Bitte lass das kein Fehler sein. Es gibt einem eine neue Perspektive. Ich denke, das war alles. Du solltest Reed anrufen. Sag ihm, wir sind bereit für das Treffen mit Hanson. Und der Plan? Verrät sie mir den Plan jetzt nicht? Das finde ich halt auch seltsam. Warum verrät sie mir den Plan nicht? Ich fand die Musik übrigens auch sehr cool. Aber warum zum Henker verrät sie mir den Plan nicht? Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt trotzdem noch diese Tracking-Stationsgeschichte machen, ehe wir Reed anrufen. Wir können ja momentan noch auf beiden Festen tanzen. Sagt ja keiner, dass das jetzt nicht erlaubt ist, oder? Ich weiß, ist ein bisschen arschig, wenn wir das jetzt so machen. Aber da hätte ich doch nochmal Bock drauf. So, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Einfach durchs Gebüsch durch. Dabei wäre es aber auch nicht drauf gekommen, ne? Das ist so unscheinbar. Okay, Freunde. Ich finde es halt schwierig zu beurteilen, ne? Ist das ein Typ? Sitzt da wer? Leiche? Lebst du noch? Ja. Also, was für ein komischer gelber Balken. Und bei ihm? Cyberpsychose? Ja. Ich dachte erst, er unaniert. Von der Handbewegung hätte es auch passen können. Oh, schon wieder Versorgungskiste? Ziemlich in der Nähe, Freunde. Guck mal, da drüben. Im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Schaut auch sehr attraktiv aus, oder? Was sagt ihr? Ich würde eigentlich sagen, lasst uns mal zumindest in die Nähe gucken. Ah, an der Stelle waren wir schon mal. Den Dude erinnere ich mich. Der war dann so verwirrt. Ups. Einfach nur rübergeslidet. Immer noch nicht weg. Gut. Zack. Wir werden Skippy auch gleich nochmal rausholen. Wir müssen ein bisschen die Chance geben, hier mitwirken zu können. Frage der Zeit. Korrekt. Ah, dieser Waffenglitch ist auch echt eklig. Da habe ich ja jetzt schon Bock drauf. Nicht. Mach das. Los umzingelt. Skippy.
Warte. Weiß ich noch nicht. Kippi, schneller, nachladen. Er ist so cool. Kippi ist so eine geile Waffe. Mach das. So, weil sowas kriegen wir mit Skippy natürlich echt mega cool geregelt. Fahre die großen Geschütze auf! War hier oben jetzt noch einer oder war das der Dude von da oben? Umzinge sie! Versuche! Warte. Hier mal reizen. Pass auf, wir müssen jetzt mal mit ein bisschen anderen Waffen hier noch lang kämpfen, sonst klappt das nicht. Ja, ja, so sieht es aus. Das ist ein guter. Von der Flanke, verdammt! Viele sind es ja nicht mehr. Aber die, die da sind, sind halt auch so ein bisschen nervig. Nichtsdestotrotz meistern wir das gerade, glaube ich, ganz gut. Verdammte Scheiße! Stört euch auf sie! Zack und. Da hinten ist noch einer, da oben. Hinten oben? Wo ist er denn? Hier? Wo ist er denn? So, aber ich glaube, mehr sind jetzt auch gar nicht hier, oder? Ich glaube, das waren sie. So, pass auf, dann. Ah, nee, warte mal. Ist noch einer? Lass sie bleiben! So. Geil. Shinobi! Aufpassen, dass ich nicht brenne. So, den Rest kann Skippy gerne erledigen, wenn da noch irgendwas ist. Da war Geld drin. Gut. Geil, nehmen wir mit. Wo ist denn jetzt die Kiste? Oben irgendwo, ne? Die auch noch brennen. Frage ist halt auch, kriegt man mehr, wenn die noch brennen? Komm ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Skippy freut sich schon mal über den Sieg. Komm ich denn da hoch? Ist da eine Treppe oder sowas? Ich kann es auf jeden Fall nicht verlinken. Wir müssen uns auch verlinken. Ja. Aber vielleicht gibt es auch mehr, wenn man das rechtzeitig macht, wenn die noch. Warte, Konzentration. Nein! Trick! Ah, wenn man sich auch nicht doof anstellen würde, ne? Wenn man. Na, bist jetzt verschenkt. Jetzt keine Chance mehr. Wait. Ach, Gott bewahre. Okay, Konzentration, habe ich gesagt. Also, da wäre BD, aber da ist kein 7A. Was ist denn das für ein Scheiß heute hier? Hä? Warum funktioniert das heute nicht? Was ist denn das für ein Scheißdreck heute hier? Meine Fresse! Alle guten Dinge sind hoffentlich drei. Also, hä? Warum? Da ist nirgendwo die E9. Da, hier ist E9. 55. Aber kein FF. Was ist denn das für ein verkackter Mist heute? Das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Weil ich am Anfang so rumgemeckert habe, ne? Gott, ich hasse sowas. Also. Seht ihr das? Das ist doch richtig scheiße hier gewesen jetzt mit der Kiste. Meine Fresse. Speicherumverteiler? Speicherumverteiler. Okay. What the fuck? Und wir haben jetzt 504. Also immer drei mehr Speicher, glaube ich, gibt es, wenn ich das richtig sehe. So, Entschuldigung, ja, das war jetzt an manchen Stellen ganz schön doof.
und dämlich gelaufen, aber so ist das. Wenn man hier so mitten in der Nacht im Rohbau kämpft. Ich glaube, Skippy können wir dann auch wieder einpacken. Also gucken wir mal. Der hat nichts mehr, aber hier muss noch irgendwas sein. Bockt einfach immer wieder aufs Neue das Spiel. Es ist so dunkel. Ich hasse die Nacht. Die Nacht ist irgendwie gefühlt noch dunkler geworden. Siehst du, ich sehe wieder nur die Hälfte. Ah, warte mal, der könnte aber oben sein. Wir werden mal nach oben laufen, sagte sie und griff zur Seite. Scheiß die Wand an, Alter. Diese verfickte Dunkelheit. Deswegen sind diese Videos erst recht werbeunfreundlich. Nicht nur, weil ich fluche wie bescheuert, sondern weil das Spiel einfach so ist, wie es ist. Aus vielerlei Gründen. Aber hier sind doch, sind es nicht Waffen, Munitionsdings, aber die sind leer, ne? Toll. Die hat jemand anders ausgeräumt. Also, wir wählen jetzt erstmal so billige Sachen. Zack, die werden wir direkt zerlegen. Auch solche Sachen werde ich jetzt einfach mal mit zerlegen. Auch sowas werde ich mit zerlegen. Und weil wir brauchen die Teile ja sowieso, von daher. Gut. Dann. Komm ich da hin? Ah, siehst du, hier oben. Deswegen konnte man es unten auch nicht finden, wenn es da oben blöd rumliegt. So, und wenn hier noch einer ist. Aha. So, jetzt haben wir auch gleich wieder zu viel. Hatten wir jetzt nicht noch Punkte, die wir vergeben können? Nein. Ich wollte gerade sagen, das waren die ganz normalen Erfahrungspunkte. So, Freunde. Das war doch zauberhaft. Ich glaube, ich werde gleich mal das Auto einmal rufen, dass wir ein bisschen was ins Lager packen können einfach. Ja, machen wir. Mir egal welches. So, zauberhaft. Dann... Ach, das Lager ist vorne, ne? Was habe ich hier hinten geöffnet? Keine Ahnung. Also, alles Klärchen. Ich werde das hier jetzt rüber schicken. Sparky behalte ich mal. Ja, das sind jetzt ganz viele, die ich wahrscheinlich auch zerlegen könnte. Aber ausgerüstet habe ich das und das und das. Nur, dass wir allgemein mal ein bisschen Platz wieder mehr kriegen. Okay, ich glaube, das passt soweit. Dann speichere ich trotzdem nochmal. Ich glaube, wir müssen jetzt nach Pacifica. Also denke ich mal hier jetzt gerade zu. Aber ich meine, so eine Kisten, die müssen wir einfach mitnehmen, wenn die sich uns anbieten, weil da halt einfach wertvolle Splitter damit mit am Start sind. So, jetzt will ich auch rübergehen. Ja, ja, ist okay. Ich laufe doch schon. Und die möchte ich halt einsammeln. So, also. Sollte ja hier in der Nähe sein. Weil. Nochmal zur Wiederholung, was tun wir ja? Hier, Tracking-Station. Aber mehr Info kriegen wir ja auch gerade nicht raus. Das heißt, diejenigen, die gar nicht ganz genau wissen, was jetzt unsere Mission ist, müssten zur Missionsbesprechung zwischen Alex und Reed einmal zurückskippen.
seltsame Geräusche. Ja, bitte? Ich kam nicht durch. Er hat mich doch nicht rausgelassen. Er war sich unsicher. Okay, Freunde, dann gucken wir mal. 475 Meter bis zum Ziel. Verschaffe dir Zugriff auf den Empfänger der Tracking-Station. Da bin ich sehr gespannt. Es gibt übrigens fürs Rennen keine Punkte mehr, ne? Seht ihr das? Wir haben ganz am Anfang, als wir Cyberpunk gespielt haben, wo es das DLC noch nicht gab und ganz viele andere Updates noch nicht, konnte man so ein bisschen XP sammeln, einfach nur durch Rennen. So haben wir nämlich einiges gemacht, weil wir hier grundsätzlich ganz gerne mal einfach zu Fuß unterwegs sind. Das finde ich ein bisschen schade, dass es das nicht mehr gibt. Boah, wir sind mitten durchs Brennen durchgelaufen. Oh, echt jetzt? Hätte sie da nicht elegant drum herumlaufen können? Boah, der ist ja groß. Du bist sehr groß. Worauf warten wir, dass es grün wird? Ja, korrekt, dass es grün wird. Aber warum ist das allgemein so dunkel? Warum gibt es hier so wenig Laternen? Oder warum machen die das nicht so hell genug? Weil die Laternen nur in der Mitte von der Straße sind, ne? Okay, wir müssen hier jetzt runter. Kirche? Hier waren wir doch schon mal. Müssen wir in die Kirche rein? Ist hier der Empfänger? In die Kirche? Erinnert ihr euch noch an die Kirche? Müssen wir in die Kirche rein? Nein, niemals. Soll ich jetzt erst noch eine Runde beten oder was? Hier hatten wir auch mal eine sehr, sehr krasse Mission, ne? Ich glaube, das ist nicht richtig. So, ich habe mich jetzt von meinen Sünden befreit. Ich lieb's ja, ne? Naja, man kann die Kirche auch mal 6 Dollar spenden. Aber ich glaube, wir mussten nicht in die Kirche. Wo müssen wir denn hin? Warte, lass mal gucken. Was sagt die Karte? Hinter der Kirche vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir hin müssen. Der Gehängte. Weil ich jetzt auch gar keine Questmarkierung mehr sehe. Das ist so ein bisschen das, was mich verunsichert. Seht ihr das? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Ha, jetzt haben wir wieder eine Questmarkierung. Das sieht fast nach Kirche aus, Freunde. Seht ihr das? Irgendwas ist hier merkwürdig. Vielleicht sollten wir von der Kirche mal weggehen. Weil hier wird ja keiner... Also, ich gehe nochmal runter. Aber ist das die Kirche, die uns da markiert wird? Soll hier ein Empfänger irgendwo sein? Aber guck mal, das sieht aus wie die Tür da hinten. Weil dann ist das die Kirche tatsächlich. Boah, ich würde ja sehr gerne warten, bis es heller wird. Das ist mein Problem. Können wir mal warten? Pass auf, wir warten jetzt mal hier. Yes. Wir legen uns da jetzt mal auf die Lauer. Das ist mir zu dunkel, Freunde. Das ist so dunkel wie ein Kuharsch. So. Ah, der schon wieder, der hier so random... Scheiße. Ah Gott, ich muss gleich erstmal kotzen. Fantastisch! Ich glaube, ich warte erstmal, bis es besser geht. Aber der Dude hat hier immer noch einen Backen mit seinem Auto, ne? Aua. Oh, Prost. Wenn der morgen schon mal so mit Kopfschmerzen startet, ne? Torkeln war mal Richtung Kirche. Oh, warte mal. Dieser Stadt ist keiner so verrückt wie die Animals. Mit den Animals. Oder wir laufen hier unten rein. Ich bin immer noch verwirrt.
komische Tür. Ist das eine Garage? Es könnte auch auf dem Dach der Kirche sein. Das wäre auch eine Überlegung. Kommen wir auf das Kirchendach rauf? Ich hänge schon wieder ganz blöd. Könnte da ein Empfänger sein? Also hier ist zumindest sehr, sehr viel explosiver Stuff. Könnte das da sein? Also. Ja, guck mal, 40 Meter. Wo ist das? Wo? Ah, hier. Der vielleicht? Ist das der Empfänger? Also 55, 55, 55, 7a, 55, 50, 1c. Ist halt die Frage, ist das jetzt der richtige Empfänger gewesen? Ich glaube nicht. Nö, das war einfach random irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was wir suchen. Was zum Henker suchen wir? Das da vielleicht. Zugangspunkt. Ah, wir haben es gefunden. Ah, hätten wir doch mal eher vorher schon Sachen gescannt. Also auf dem Dach der Kirche tatsächlich. Ihr wollt alle bloß von hier. Okay. Ist vielleicht generell nicht schlecht, wenn wir den trotzdem haben, den Code. Toll, echt toll. Unverständlich? Oh. Alex. Wir haben ein Problem, Alex. Wir brauchen mehrere Stationen, um den Verschlüsselungscode zu erstellen. Scheiße. Moment. Okay, ich habe noch eine gefunden. Ist ja wild. Schickt es uns jetzt zum nächsten? Meinst du, eine weitere reicht uns? Ach, das ist ein Mietwagenverleih, verdammt nochmal. Wie kompliziert kann das denn bitte sein? Ah, Mietwagenverleih. Jetzt weiß ich es wieder. Dann mal los. Viel Glück. Und ruf Reed an, sobald du den Verschlüsselungscode hast. Theoretisch sollten wir ja jetzt schon Reed anrufen. Aua. Was ist denn hier jetzt explodiert? Ach nee, das war Adrenalin, was jetzt losgegangen ist. Weil theoretisch kann ich ja Reed jetzt schon anrufen, ne? Spannend. Also, wir werden mal gucken, wo... Warte mal, wo ist denn diese zweite Station jetzt? Da drüben. Okay. Ich bin richtig gespannt, Freunde, ne? Wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann da auch mit dabei seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.